Man muss sich das mal vorstellen. Seit 1967 macht das Bayerische Fernsehen Sie bereit für die weiße Jahreszeit. Erst war es die Skigymnastik, dann Teleski, dann Telegym und heute fit in den Winter. Seit letzten Montag laufen ja die neuen Folgen unserer Kultsendung. Und mein Kollege Nils Hahn, der blickt mal zurück auf 4 Jahrzehnte dieses absoluten Klassikers. So hat damals alles angefangen. 6. Juni 1967. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie alle sind herzlich eingeladen, in den folgenden 15 Minuten bei unserer Skigymnastik mitzumachen. Das Konzept einfach und genial zugleich. Mein Skilehrerkollege Jürgen Kemmler wird Ihnen die einzelnen Übungen jeweils vormachen und ich werde dazu die Erklärungen geben. Also fangen wir gleich an. Und hopp und zurück. So, und jetzt bitte machen Sie alle mit. Und hopp und zurück. Das Ganze unterstützt und aufgelockert durch veranschaulichende Filmbeispiele. Fertig war die Grundidee. Sie sehen diesen Skilehrer im Winkel springen. Ab und das Erfolgsrezept früher. Und ab und hoch. Wie heute, es ist eine Sendung zum Mitmachen, zum Fitmachen und zwar für jedermann. Naja, fast für jedermann. Ein wichtiger Hinweis an alle, die völlig untrainiert oder nach einer Verletzung oder Krankheit wieder mitmachen wollen. Lassen Sie vom Arzt Ihre körperliche Belastungsfähigkeit überprüfen. Nur dann riskieren Sie keine gesundheitlichen Schäden. Bitte nie zu viel Ehrgeiz, nie übertreiben, nie überanstrengen. Und locker und fidel bleiben. Und wem mal eine Übung zu anstrengend ist, der darf ruhig früher aufhören. Und O und X und O und ein bisschen schmerzhaft zwar die ersten Gehversuche, heutzutage sportmedizinisch eher bedenklich, aber damals Teil der erfolgreichen Geburt einer Kultsendung. Und genügt. Eine Sendung im Wandel der Zeit, immer auf dem neuesten Stand der jeweiligen Zeit, meist sogar weit voraus. Heute beginnen wir unter dem Motto, Vorbeugen ist besser als Eingipsen. Achtung! Teleski, seit jeher Ratgeber für alle Fälle. Sogar das korrekte Stürzen wurde trainiert. Schließlich kommt das in den besten Skifamilien vor, immer mal wieder. Und am Anfang sowieso. Und sei die Übung noch so leicht. Können Sie schon wenden mit den Dingern da? Ja, ja. Gut, zeigen Sie es einmal. So. Ha, so stellen Sie sich das vor. Geben Sie Acht, jetzt werde ich es Ihnen einmal zeigen. Herumlegen, das ist die berühmte Zwangsstelle. Fein. Jetzt den anderen Ski nachholen und das Kunststück ist fertig. Machen Sie es mal nach. Hoch das Bein. Hoch. Ja, gut. Hoch. Halt, halt, wo holen Sie denn hin? Ja, so geht's nicht. Erst die Ski nach unten. Am Erscheinungsbild wurde ständig gefeilt. An den Sendungsnamen auch. Aus dem schlichten, aber treffsicheren Titel Skigymnastik wurde Teleskigymnastik. Dann Teleski 90. Telegym. Und heute schließlich Telegym. Fit in den Winter. Servus, liebe Wintersportfreunde. Auf geht's. Amelie Kober, Martina Ertl und Peter Schlickenrieder. Das haben Sie sicherlich auch schon beobachtet. Die Sportstars der aktuellen, der 6. Staffel Telegym fit in den Winter. Apropos Sportstars, gleich der erste war goldig, Rosi Mittermeier. Gemeinsam mit Toni Seiler es folgten Stretchen heute mit der Vreni. Mit Alberto Tomba. Und hit das Stretching mit dem Firmin. Franz Klammer. Christa Kinshofer. Ansi Hinterseher. Marc Girardelli, Maria Walliser, Irene Epple, Marina Kiel. Und einer fehlt noch. Sicher haben Sie schon bemerkt, dass heute ein neuer Studiogast bei uns in der Sportecke ist. Christian Neureuther hat mal vorbeigeschaut. Und ich glaube, es könnte ihm gar nicht schaden, dass er auch eher bei unserer Skigymnastik mitmacht. Der hatte zwar jede Menge Spaß, purzelte gemeinsam mit Toni Seiler und Fuzzi Garhammer vergnüglich über den Studioteppich, aber nach einem Gastauftritt hatte er schon wieder genug.
In der nächsten Sendung ließ er seine Rosi und seine Krabbelfreunde wieder allein. Zu anstrengend vielleicht? Das war's zweifelsohne. Da muss man auch mal Nein sagen können. So, jetzt sind wieder alle an der Reihe. Eiformhaltung einnehmen. Bei der Übung mache ich krank, dann macht mein Herz. Aha, das ist wieder die Spezialübung. Sie dürfen also pausieren. Die anderen beiden aber Eistellung und... Eieiei, die Eistellung, womit wir beim Klassiker wären. Bei unserem heutigen Abfahrtstest sind wir auf der Kandahar-Strecke von Garmisch-Partenkirchen. Also eine klassische Abfahrt. Und los geht's. 2 Minuten in der Eiformstellung. Und ganz tief in die Hocke gehen. Und zwar jede Sendung. Kommt so rein, alle. Und hopp! Und die erste leichte Linkskurve. Alle Strecken dieser Welt aus der Abfahrerperspektive. Und noch ein Sprung. Jetzt! Ein Riesenspaß. Für alle Oberschenkel. Und jetzt haben wir die Hälfte geschafft. Wem es zu viel wird, kann jetzt aufhören. Trainierte machen weiter. Zielnähe. 5, 4, 3, 2, 1 und durch. Oh. Teleski, eine Sendung für Fortgeschrittene und Anfänger. Eine Sendung, die alles abverlangte, aber auch Pausen gönnte. Eine Sendung, die Geschichten aufgriff. Die faszinierendste Startphase, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, war Rosi Mittermeiers Start beim Olympischen Abfahrtslauf in Innsbruck. Schauen Sie ihn an. 3, 4, 5, 6, 7 Doppelstockschübe. Ich habe kaum einen gleichwertig explosiven Start bei der Konkurrenz gesehen, also haben es die offensichtlich nicht so gemerkt gehabt. Ja, war das ein Glück. War das entscheidend fürs ganze Rennen schon? Ja, wenn man nachher keinen Fehler mehr macht, was man hat, das hat man. Und es gab keinen Fehler mehr nachher. Sondern Gold. Der Siegeszug des Wedelns begann beim Interski-Kongress 1955 in Val d'Isère. Eine Sendung, die Geschichte schrieb. Dabei immer am Limit. Da ging's schon mal auf Skiern durch den Eiskanal am Königssee. Oder Salto Mortale durch die Bergluft. Eine Sendung, die nicht nur zeigte, wie es gemacht wird, sondern auch, wie man es nicht macht. Ein Fall für Fuzzi Garhammer, dem Pistenschreck. Als warnendes Negativbeispiel war dem nichts zu wild. Fuzzi, der Pistenschreck, für ihn gab es keine Regeln. Selten passte die Redewendung grenzenloser Spaß so gut. Selbst die Folge, in der Fuzzi sein tragisches Ende fand, war irgendwie witzig. Und übrigens schnitttechnisch bemerkenswert gut gemacht. Man beachte die gelbblaue Kleidung. Unfreiwillig komisch auch dieses Paar, Susi Riermeier und der finnische Hühne Juha Mieto. Knapp 2 Meter groß, beides einstige Weltklasse-Langläufer, beides Stars von damals. 3 sind es in der aktuellen Staffel und das aus gutem Grund. Skigymnastik? Das ist nicht nur was für Skifahrer. Auch wir Snowboarder haben unseren Nutzen davon. Denn was für die Skifahrer gut ist, kann für einen Snowboarder nicht so schlecht sein. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ski Alpin, Langlauf und eben, und das ist neu, Snowboarden, das sind die 3 Disziplinen der neuen Staffel Fit in den Winter. Grundvoraussetzung damals wie heute, fleißig mitmachen. Dann haben sie mehr Spaß. Erfolg. Spaß. Und auch mehr Vergnügen. Das war schon immer so. Und wird auch immer so bleiben. Riesengeschichte. Und wenn Sie E-Fit machen wollen, morgen können Sie wieder ab 7.15 Uhr und ab 9 Uhr Telegym im bayerischen Fernsehen.